Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. Daily Dose Minecraft ist wieder da. Folge 300 beginnt heute. Dieses Mal wird die Daily Dose Minecraft auch so daily kommen, wie nur überhaupt irgendwie möglich. Da muss ich dann schon krank sein oder das muss irgendwie ausfallen, weil ich an dem Tag nicht da bin. Wie immer wird die Daily Dose Minecraft täglich aufgenommen. Das soll heißen, ich nehme Minecraft täglich auf, selten im Vorrat. Erst wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt im Vorrat was aufnehmen, da kommt was auf mich zu, dann machen wir das. Aber ansonsten will ich halt täglich aufnehmen und direkt danach hochladen. So läuft das ganze Konzept ab. Soll heißen, die Kommentare, die wir vorlesen werden, sind top aktuell. Die Themen, die wir uns rannehmen werden, sind top aktuell. Und zur Feier dessen, dass das hier Folge 300 ist, gehen wir natürlich auch mit dem neuen Kanalkonzept an den Start. Es wird jetzt kein super langes Folgen-Special und wir machen voll die geile Action, sondern wir gehen da anders dran. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem neuen Format. Also die Daily Dose Minecraft soll so ein bisschen in ein neues Format gekleidet werden. Dazu habe ich mir halt erstens mal ein neues Intro einfallen lassen und zum anderen mal werden wir uns immer ein Thema vornehmen. Nicht immer, also wir werden uns ein Thema vornehmen, wenn es wichtig ist. Wenn der Kommentar kein Thema vorgibt, dann suchen wir uns ein Thema des Tages, etwas, worüber ich reden möchte. Und wir werden uns immer ein, zwei, drei oder vier Kommentare vornehmen, je nachdem, was gerade so passend dazu kommt. Aber jetzt erstmal, was ist in der letzten Zeit überhaupt passiert? Ein Monat kein Minecraft, das war eine sehr, sehr angenehme Pause, muss ich dazu sagen. Ich habe das sehr genossen, mal nicht Minecraft zu spielen. Ich hatte keine Motivation mehr, ich hatte keinen Spaß mehr, hat das Konzept so nicht gefallen. Ich war nicht zufrieden mit der Webcam, ich war nicht zufrieden mit der Beleuchtung, ich war nicht zufrieden mit dem Intro und allem drum und dran. Wollte das Konzept überarbeiten und habe dann auch mal eine Pause von Minecraft gebraucht, weil ich habe da keine Motivation mehr gesehen, was ich machen soll. Und wir haben ein großes Bauprojekt vor uns in nächster Zeit. Da habe ich auch erstmal gesagt, boah, ja, aber dann brauchst du auch echt mal, da musst du irgendwas über was reden können in der Zwischenzeit. Wir sind halt also quasi jetzt alt-neu, aus alt macht neu. Also so wie das Konzept am Anfang gedacht war, werden wir uns jetzt ein bisschen dran halten. Die Folgen werden nicht unglaublich lang werden. Jetzt die erste Folge, da werde ich mal gucken, solange wie ich Lust habe, jetzt einfach aufnehmen. Und dann schauen wir mal, was wir draus machen können. Ich muss mir nebenbei noch einen Timer setzen, damit ich weiß, wie lange wir aufnehmen. Ich nehme nämlich jetzt mit XSplit auf. Ja, ich habe mich von OBS bei Minecraft verabschiedet, weil die ganzen Überblendungen mit XSplit wesentlich besser gehen. Wir nehmen auch in 60 FPS auf. Dafür ist die Bitrate nicht ganz so hoch. Das schafft der PC hier nicht. Meine CPU ist dafür zu schlecht. Allerdings bastle ich gerade an meinem zweiten PC. Die hat eine wesentlich bessere CPU. War nur dazu gedacht, dass wir rendern damit. Aber da die CPU hier langsam irgendwie anscheinend ihren Geist aufgibt, habe ich es halt jetzt mal so gestaltet, dass die Titan kommt aus dem raus, die Titan kommt in den anderen Computer rein und dann haben wir hoffentlich genügend Rechenpower, um noch das Ganze hier in Full HD komplett aufzunehmen, weil bis jetzt die Bitrate nicht so pralle. Aber auf dem kleinen Bildschirm geht's. Also ich habe es mir auch auf dem Fernseher angeguckt. Es ist in Ordnung. Es sieht in Ordnung aus. So, ich bin jetzt hier auf und abgerannt auf unserer Wegstrecke. Falls es der ein oder andere noch nicht kennen sollte, das ist mein Haus, meine Butzebude. Und wir verlegen hier eine Straße und da ist noch ein Haus und es gibt eine Westernstadt und es gibt die Savanne und den Wüstentempel und wir haben alles Mögliche angefangen, nie wirklich zu Ende gebracht, so wie das sich in Minecraft auch gehört, weil ich bin nicht der Bauer, ich bin der Erkunder. Wir haben viele Ausflüge gemacht in die Welten, das werden wir auch jetzt machen, denn für Folge 300 hatten wir uns etwas vorgenommen. Für Folge 300 hatten wir uns einen Wassertempel vorgenommen und dafür müssen wir uns noch ordentlich vorbereiten. Ich habe mir eine kleine Liste nebenbei geschrieben, was wir alles machen müssen. Und zwar brauche ich noch Türen und Leitern. Tränke der Wasseratmung habe ich inzwischen genügend. Bogen und Pfeile, einen verzauberten Bogen brauchen wir unbedingt noch. Glowstone, damit wir es uns dort unterirdisch hell machen können. Und Stärketränke, damit wir gut kämpfen können. Und eine Enderchest wäre noch nicht übel. Also wir haben, bevor wir in die Wassertempel gehen können, ordentlich was zu tun. Ich weiß auch, dass es einen Wassertempel auf der Karte gibt. Ich habe mir eine Übersichtskarte rendern lassen, ja. Ich war schlau, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nur in etwa, dass ich wir haben so ein großes Wasser, also da in die Richtung, da gehst du da lang, da hinten ist so viel Wasser. Und dieses Wasser muss man nicht verlassen. Wenn man dieses Wasser einfach straight, quasi so schräg diagonal in diese Richtung fährt, kommt man zu einem Wassertempel. Ich habe da auch ein bisschen, bin da ein bisschen drumherum geflogen, habe da ein bisschen geguckt. Das ist auch ein neues Biomgebiet, also das ist prinzipiell zum Forschen ganz interessant. Da werden wir uns dann auch wieder einen Teleporter für später hinsetzen und da vielleicht irgendwas Cooles, Episches draus bauen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich 62 Erfahrungspunkte. Ich habe unsere Monsterfalle wieder repariert, da können wir mal hingehen. Die war nämlich defekt. Und ich hatte keine Ahnung, wieso. Und ich habe da stundenlang rumgebastelt jetzt. Ich habe auch hier dieses Dispenser-System mal fertig gemacht. Das war jetzt keine großartige Arbeit. Das hatten wir angefangen, das habe ich einfach zu Ende gemacht. Sonst mache ich ja nichts offscreen, aber das war so Gefrickelkram. Ich gedacht habe, boah, das zerstört jetzt nur Folge 300. Ein Gefrickelkram wollen wir nicht sehen. Wüstentempel.
So, hier habe ich auch mir ein Konzept rausgesucht, was ich ja aus dem Tempelgebiet machen möchte. Was richtig schön ist. Da bin ich schon mal gespannt, in welcher Folge 6999 wir das dann mal angehen werden. Warum habe ich ausgerechnet diese Zahl gesagt? 69, man weiß es nicht. Unser Wüstentempel ist halt bis jetzt noch recht klein und fein ausgebaut, einfach nur. Und drumherum würde ich gerne große Säulen anbringen. Und wenn jetzt alles richtig funktioniert hat, wie es soll, dann ist oben aus, unten an. Soll heißen, unten, wenn die, das ist so eine XP-Farm, da fliegen die Monster nach oben hoch und knallen wieder runter. Und dann braucht man sie nur noch einmal hauen und dann kriegt man XP, ansonsten sterben sie. Hoffe ich, ich guck mal nach, ob das klappt. Wir sind auch noch hier in der Spawn-Area von denen, das klappt auch. Ist da unten was drin? Also da ist auf jeden Fall Rotten Flesh drin. Ich hoffe, es funktioniert so. Die sollten auf jeden Fall sterben, wenn sie da runterfallen auf die Trichter. Und dann lassen sie ihr Fleisch da drin fallen. Und dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. Ein paar Eier reinwerfen. Ich gebe es ein paar Hühnchen. Na, das tut mir dann leid, wenn da so ein Hühnchen auf ewig lebt. Ich will gucken, ob das... Ich weiß nicht, ob ich gucken, ob das klappt. Da können wir uns noch ein andermal drum kümmern. Wir sollten jetzt straight arbeiten daran, Sachen zu verzaubern. Deswegen habe ich halt Erfahrungspunkte gefarmt hier in der Falle nebenbei noch. Während ich sie gefixt habe, ging das quasi von alleine. Und dann habe ich mich einfach dahingestellt, bis Minecraft angefangen hat zu laggen, die Monster gehauen und dann halt XP, XP, XP gefarmt. Das habe ich nebenbei immer mal gemacht. Dann ist mir eingefallen, dass es total schwachsinnig ist, das zu tun. Weil wenn ich das Ganze offscreen mache, hätte ich sie mir auch einfach cheaten können. Aber so bin ich halt so ein bisschen drin. Bisschen bekloppt. Ich habe jetzt der Webcam auch kein besonderes Layout gegeben, da steht jetzt einfach so Daily Dose Minecraft dran. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge für Layouts und Designs und was man machen kann, schreibt es in die Kommentare. Kommentare von euch werden rangenommen. Ja, sei live dabei. Deine Kommentare. YouTube oder Twitter, Hashtag DDMCHoney. Das ist passend zu dem Animal Crossing Hashtag. Ist das jetzt quasi halt DDMCHoney. Könnt ihr auf Twitter benutzen, könnt ihr auf YouTube benutzen. Die YouTube-Kommentare lese ich frei von diesem Hashtag, das ist egal. So wie jetzt hier zum Beispiel, vor einer Woche hat die Ali Lil Marilyn geschrieben, liebe deine Let's Plays, sind einfach witzig und irgendwie manchmal intellektuell. Okay, danke. Was ist das, was du am liebsten in Minecraft machst, Julie? Heißt Julie? Julie ist ein voll schöner Name. Was ist das, was ich am liebsten in Minecraft mache? Am liebsten in Minecraft im Creative Mode bauen und Konzepte ausarbeiten, die andere Leute dann zusammenarbeiten. Prinzipiell Konzepte ausarbeiten macht mir total viel Spaß. Ich guck mal gerade, ob wir irgendwas mitnehmen können. Hier sind schon mal Leitern, die können wir für den Unterwassertempel gebrauchen. Nichts, was wir unter Wasser tempelmäßig gebrauchen können. Da ist noch ein Stärketrank, den können wir mitnehmen. Was ist da noch drin? Hier sind noch mehr Leitern drin, das ist auch super. Schilder gehen auch, Schilder oder Leitern kann man nehmen, aber Leitern kann man mehr tragen. Wenn wir nämlich im Unterwassertempel sind, sind wir ja unterirdisch daran gebunden zu atmen und Wasseratmungstränke haben wir uns schon hergestellt. Ich habe seit 2 Monaten nicht mehr gespielt, ich weiß nicht mehr, wie man Tränke herstellt, aber ich weiß nicht, ich glaube, die sollten reichen. Allzu lange sollten wir uns da drin ja auch nicht aufhalten. Ich sollte hier mal gerade ein bisschen das Zeug noch vom letzten Mal weg. Das gammelt da nämlich in meinem Inventar noch herum. Enchanten sollten wir. Pfeil und Bogen. Ich habe mir nämlich sagen lassen, das habt ihr in die Kommentare geschrieben, dass diese Unterwasserwächter Fernkämpfer sind. Und da habe ich mir gedacht, dass Pfeil und Bogen sicher nicht schlau wären, nicht wahr? Haben wir Pfeil und Bogen. Nützliches. Rüstungen. Wir haben jede Menge Pfeile. Einen blöden Bogen und einen angeknacksten Bogen. Da sind nicht viele Pfeile. Unser Spawner wäre voll gut. Erstmal mit, was hat Knockback wenigstens? Kann man die unter Wasser auch mit einer Angel an sich ranziehen? Das wäre voll lustig. Ich glaube, wir machen mir einen neuen Bogen. Jetzt beginnt das wieder mit dem, wie macht man sich einen Bogen? Oh, Jemini, das wird jetzt peinlich. Okay, meine Hühnerfarm hat Eier gelegt. Also meine Eierfarm. Ich farme ja nicht die Hühner ab. Die Hühner, die würde ich niemals, denen würde ich niemals was zuleide tun. So war das schon mal nicht. Ein Bogen hat einen runden. Da ist ja auch das Rezept. Das habe ich in meinem Texturenpack sogar drinnen. Toll, Honey. Toll machst du das. Richtig intelligent bist du. Okay, dann gehen wir jetzt enchanten. Wo habe ich Lapislazuli?
Ihr sollt auch richtig so den Progress, bis wir zum Wassertempel gehen, natürlich miterleben. Also ich möchte natürlich, dass wir alle so ein bisschen hier so ein bisschen die Spannung und die Action halt haben. Auch die Vorbereitung davon. Und das gehört halt so ein 300er Special dazu. Wobei das Special an der Folge 300 halt mehr ist, dass wir ein neues Konzept verfolgen. Apropos neues Konzept, etwas, was hier mit reingehört. Und zwar Thema des Tages. Thema des Tages ist diesmal Motivation, ja? Motivation ist etwas sehr, sehr Schwieriges, gerade wenn es um Minecraft geht, für mich zumindest. Ich möchte deswegen halt auch, ich habe das hier immer noch nicht gefixt, gerade über dieses Thema mal reden. Unbreaking. Power. Okay, der ist okay, der Bogen ist okay. Oder der geht doch klar, der Bogen ist doch echt, der geht doch klar. Der geht doch voll klar, der Bogen ist doch guter Bogen, nur das ist ein guter Bogen. Habe ich den Bogen gut gemacht? Motiviert zu sein, etwas zu tun in Minecraft. Minecraft ist ja kein Progression-Spiel, wo man, ich sollte deutsche Begriffe benutzen. Minecraft ist ja kein, Spiel mit Fortschritt, das, durch Achievements oder Errungenschaften, quasi einem die Möglichkeit gibt, sich voranzuarbeiten. Man möchte bestimmte Titel, man möchte bestimmte Items oder sowas haben. In Minecraft ist alles in Anführungsstrichen recht schnell erfarmt. Und da ist ja meistens das, was man baut, das Ziel, das langhaltige Ziel. Das kommt hier wieder weg. Und ich bin sehr verwöhnt von Spielen, die mir andere Ziele geben. Und da war ich dann, was Minecraft angeht, immer so ein bisschen ratlos und stand dann da. Und dann hatte ich echt eine ganze Zeit lang überhaupt keine Lust mehr. Und ihr wisst ja, ich bin jemand, wenn ich keine Lust auf etwas habe, dann nehme ich es auch nicht auf, weil das bringt nichts. Ist mir egal, ob das dann großartig geguckt wird, ob mir dann Views verloren gehen. Da bin ich dann, ganz egoistisch. Weil ich weiß, dass ihr das dann vermisst und dass euch das natürlich auch ärgert, wenn ihr das nicht sehen könnt. Das tut mir auch leid, ja, ist klar. Aber ihr habt auch nichts davon, wenn der Let's Player keinen Spaß daran hat. Ich habe auch sehr viele Let's Play-Projekte, die über 20 Minuten bis 30 Minuten gehen. Und das ist Luxus. Das ist sehr viel Arbeitsaufwand. Motivation für YouTube ist auch nicht immer so leicht. Also bei mir schwankt das tatsächlich halt auch immer so mit meiner Laune. Ich habe halt einfach so, keine Ahnung, wahrscheinlich auch hormontechnisch bedingt, das hat jeder Mensch, das ist jetzt mal komplett frei ab davon, dass man, ob man Frau oder Mann ist, hat man ja so Hochs und Tiefs. Kann ich denn noch alles weglegen? Kompass brauche ich auf jeden Fall, den Bucket nehme ich auch mal lieber mit, die Knochen kann ich weglegen. Und diese Hochs und Tiefs, da gibt es dann bei mir mal eine Phase, da habe ich eine Woche lang überhaupt keinen Bock aufzunehmen. Zu nichts, gar nichts. Da habe ich, diese Woche arbeite ich meistens exzessiv an meinem richtigen Job, Grafikdesign, Fotografie. Exzessiv und brauche dann teilweise eine Woche lang nicht mehr arbeiten, weil ich einfach es alles im Vorfeld gemacht habe. Und ich habe vergessen, die Spinnenseide kommt jetzt einfach mal da rein. Vielleicht kann man irgendwann nochmal Tränke mit Spinnenseide machen, was soll's. Ja, und dann, habe ich aber keine Lust aufzunehmen, weil Aufnehmen ist für mich immer, ich weiß nicht, das ist dann albern. Wenn ich dann erstmal aufnehme, habe ich total den Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wenn ihr Let's Plays macht, schreibt es doch mal in die Kommentare dahingehend. Erstens mal, weil es mich interessiert, wenn ihr Let's Plays macht. Und zum anderen, weil ich gerne wissen würde, oh Gott, wir haben viele, viele Water-Breathing-Tränke. Ist gut. Und zum anderen mal, wie das mit euch, mit der Motivationsspanne ist. Mir ist das egal, ob dein Projekt viel Kommentare kriegt oder nicht. Also ich habe auch schon Kommentare bekommen, wieso zum Henker machst du noch Overlord weiter? Instant Heal sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Weil das ist Inventar voll. Das ist echt mit Night Vision Tränke bräuchten. Ich habe einen Shader an, das bringt uns also rein gar nichts. Die Schaufeln lege ich schon mal weg. Ja, wir gehen straight dahin. Also wenn ich das jetzt alles so zusammengefarmt habe, was wir brauchen, dann gehen wir da straight hin. Oh Gott, hier sind noch überall Sachen drin. Das ist ganz schlimm. Da war das. Also Motivation ist halt wirklich auch sehr tagesformabhängig. Wenn man, also bei mir gibt es manchmal so Tage, da brauchen zwei Kleinigkeiten passieren, die mich sowas von abnerven, habe ich den Rest des Tages auf gar nichts mehr Bock. Komischerweise klappt Arbeiten bei mir irgendwie immer. Und ich sehe YouTube nicht als meine Arbeit, das klappt nicht. Also klappt das dann halt nicht immer. So, das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, weil wir wollen ja die Steine da auch abbauen. Nachher spawnen die Viecher dann irgendwie nach. Fackeln sollten wir mitnehmen. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich hatte Kohleblöcke, ne? Ich hatte irgendwo Kohleblöcke und es gewittert in Minecraft gerade übelst. Da, dann brauche ich noch Stöcke. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo Stöcke habe. Also ich finde, es läuft recht flüssig mit XBit. Früher war das nicht so geil, aber es läuft doch jetzt recht flüssig. Ich hatte mal übelste Frame-Drops. Aber gerade im Moment bin ich übelst begeistert davon. Ist eigentlich eher so quasi meine Probeaufnahme, ob das wirklich auch wirklich, wirklich klappt. So, dann zwei Stacks Fackeln ist genau das Richtige. Dann sollte ich aber auch nur von einer Essensvariante was mitnehmen, weil das sonst echt nervig wird. Ihr seht, ich habe ein sehr großes Kistensystem. Also für alle Leute, die neu hier sind, die sind genauso überfordert wie ich gerade. Wo war denn jetzt die Kohle? Wo
Wieso ist die einen weiter? Das macht gar keinen Sinn von der Sortierungsmechanerie, die ich da aufgebaut habe. Crap. Okay, das ist der Bogen. Die Schaufel nehme ich einfach mal mit, weil Gründe. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten nur Brot mitnehmen. Ich habe doch bestimmt tonnenweise Weizen hier noch. Musik ist cool im Hintergrund. Die ist immer von Epidemic Sounds. Da habe ich, dadurch, dass ich in Studio 71 Netzwerk bin. 71? Ja, ich weiß, es heißt Studio 71, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Ich rede selber Bumsmist, wie ich möchte, ja? Das ist meine Bumsmist-Feier, ja? Du wolltest es mal erwähnt haben. Ich habe keine Diamanten mehr, doch. Ah, es reicht nicht mehr für Schuhe. Ich habe nämlich nur Fire Protection, Golden Boots, Diamond Leggings, Fire Protection, Unbreaking und Tile Protection, Diamond Chestplate. Aber dafür habe ich Unbreaking und Protection und Aqua Affinity Helmet. Was machst du denn da? Du bist einfach ein Water Bottle. Willst du dich bitte woanders hin bottle? Nick, praktisch hier nämlich Nick. Und hier kann man das Brot rein. So. Und, wenn ihr wissen wollt, welche Musiktracks ich hier gerade im Hintergrund abspiele, also ich kann auch wieder einen Ticker einblenden, welche Musik gerade im Hintergrund abspielt. Aber das ist ein ganz schöner Mehraufwand. Und wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich bin einfach gerade in der. Ich hab gebrost. Moods, Dreamy und dann bin ich auf Seite 4. Da solltet ihr das in etwa auch finden, was ich hier alles gerade im Hintergrund an Musik habe. Wenn ihr euch die anhören wollt, kann man ja auf der Seite einfach anhören. Wo lege ich das hin? Da ist die leere Flasche, ist voll so gut. Ich weiß ja nicht. Wir haben was zu essen. Das Fleisch sollte ich vielleicht auch noch weglegen. Ich habe ja auch oben eine Truhe. Ich kann das mal in den Kühlschrank legen. Ich lege mal das Fleisch in den Kühlschrank. Hier ist wirklich richtig am Weglaschen draußen, ne? Dunkel geworden ist es auch. Ah. Hundi und Ponys stehen da noch draußen und genießen die Dusche. Ich höre einen Zombie. Ich lege mich mal ins Bett, weil ich nicht weiß, ob ich meinen Spawn hier gesetzt habe. Und ob mein Spawn überhaupt gesetzt ist. Wir befinden uns aktuell im Singleplayer. Ich habe das Let's Play-Projekt momentan nicht mehr auf dem Server. Als einfacher ist es zu copy-pasten, wenn irgendwas schief geht, weil ich habe ja ein bisschen rumgebastelt am Mobfall und wollte dann nicht, ich sie komplett ruiniere dann irgendwie. Dafür sorgen, dass es zu einem großen Problem wird. Habe ich hier noch irgendwas Spannendes? Nicht wirklich Spannendes, aber ich habe hier noch Kohle und 13 Kompasse. Kompassen? Kompassi? Kompasse? Kompasson, naturellement. Ja, ich könnte halt ohne Ende Sachen verzaubern, wenn ich Diamantrüstung hätte. Ich auch Diamanten hätte. Wir gehen jetzt nicht erst noch Diamanten farmen. Der Server steht auf Hard. Nicht der Server, also der wir spielen auf Hard. Das bedeutet, der Unterwassertempel wird auch nicht lustig. Aber was soll man anderes machen? Wir haben die Ladders, wir haben die Potions of Water Breathing, wir haben Instant Health Potions, die können wir dann, um uns hochzuheilen, benutzen. Wir haben hier noch ein bisschen Platz, um Sachen zu looten, Pfeile, um hier zu schießen ohne Ende. Unbreaking and Power. Das sollte klappen. Wir haben Kompass, um wieder nach Hause zu kommen. Bucket haben wir, alles Mögliche, was wir brauchen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Ich glaube, es sieht gut aus. Wir sollten uns ein Boot machen. Ich glaube, wir sollten uns Holz mitnehmen und ein Boot machen, weil wir unterwegs ansonsten ganz schön in Schwierigkeiten geraten werden. Könnte sein, oder? Ja, doch, glaube ich auch. Ich mache mal zwei Boote, weil man die Dinger eh immer kaputt macht. Dann haben wir noch genügend Holz für... Habe ich nicht noch Holzstämme? Doch, da wollte ich gerade sagen. Ich nehme dann doch mal lieber... Holzstämme einfach mit, weil dann können wir uns da lieber was draus zimmern. Ein Boot nehmen wir jetzt auch noch mit. Dann gehen wir mal raus an die frische Luft. Und ich sag euch den Weg, den ich meine, den wir gehen werden. Und wir müssen den Unterwassertempel erst finden. Jetzt gucke ich mal. Ach, Glowstone wollte ich noch mitnehmen. Ich Dummerchen, wenn ich meine Liste nicht hätte. Wir haben einen Shader aktiv, deswegen nützen uns Unterwassersichttränke gar nichts. Der Shader reagiert nicht darauf. Wenn wir unter Wasser was sehen wollen, müssen wir Glowstone mitnehmen. Netherzeug war auch irgendwo... Ich hoffe, ich habe noch Glowstone. Sonst müssen wir noch mal. Ich hätte eine Netherkiste. Da. Doch, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das könnte reichen. Wir können ja keine Fackeln unter Wasser setzen und das ist dann ein bisschen doof. Halt, das war schon wieder falsch. So, da ist der Glowstone. Das ist in Ordnung. Ich glaube, davon reicht sogar. Sind wir mal optimistisch, die Hälfte? Ich bin optimistisch, die Hälfte. Habe ich alles. Stärke, Wasser atmen. Eine Ender-Chest wäre halt noch praktisch, damit wir halt, dann können wir uns da unterirdisch hinsetzen und hätten halt all die ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug... Dann bräuchte ich aber auch zwei, weil ich bräuchte überhaupt mal eine Ender-Chest. Ich habe nämlich keine Ender-Chest.
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt genügend Enderperlen je bekommen habe. Doch, habe ich. Blaze Powder. Ich brauche mehr Blaze Powder. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Feuerresistenztränke fertiggestellt. Huch. Da geht nämlich der Blaze Powder bei drauf. Da geht er drauf, du. Da stirbt der aber ganz schnell, du. Ey, da guckst du nah, da knackt er weg, ne? Das ist richtig brutal. Jo, ich brauche nicht Obsidian. Ja, das ist jetzt nur noch Obsidian in Anführungsstrichen. Das können wir übrigens alles abbauen, seitdem ich meine Ofenbatterie da oben habe. Wo könnte ich, wenn ich noch welchen hätte, welchen haben? Nein, das ist Kohle. Ich könnte schwören, wir hätten noch welchen. Ich gucke jetzt einfach überall rein. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich könnte schwören, ich hätte noch Obsidian gehabt. Das ist schwarze Wolle. Ein Troll-Obsidian ist das. Troll-Sidian. Da ist noch gar nichts drin, weil wir einfach nicht genügend farmen, weil wir den ganzen Sandstein ausgegeben haben, den ganzen Sand für den Tempel ausgegeben haben. Mann, hab ich mir da einen Wolfram gebaut, ey. An die Sitt und an die Witt und hast du nicht gesehen. Und wir haben keinen... Wir brauchen... Kein Obsidian mehr? Das kann doch gar nicht wahr sein. Wir brauchen Lava. Oh, ich überlege gerade, wo hier Lavafelder waren. Ich weiß nicht, ob ich schon mal überhaupt in der Höhle war, wo es viele Lavafelder gab. Ich muss ja auch eine Diamantspitzhacke mitnehmen und alles. Und sollte mir auf jeden Fall noch einen Feuerresistenztrank einpacken. Hier, da. Nee, das sind Redstone-Lampen. Verdammter Mist. Ich habe auch nur noch eine Diamantspitzhacke. Läuft bei mir. Ender-Chest sollten wir noch machen. Da brauchen wir 16 Obsidian. Das ist alles machbar. Speed, Instant Heals. Ich habe keine Fire-Resist-Tränke mehr. Da müssen wir uns welche herstellen. Ich mag mich erinnern zu meinen, dass das so ging. Mit Magma Cream. Du bist Magma Cream. Und dann brauchen wir jetzt so ein Teil. Und dann hätte ich gerne leere Flaschen. Dann machen wir die Heal-Tränke da nochmal rein. Ich brauche leere Flaschen. Hä, hey, wieso habe ich keine leeren Flaschen mehr? Wo ist mein Glas? Wo ist denn das alles jetzt? Da verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Das weiß ich nicht. Da muss ich ja irgendwo mal Glas gemacht. Und wenn dann wo Glas ist, wo ist denn das jetzt? Verdammter Mist! Ja, da sinkt dann auch wieder meine gesamte Erfahrungsschatz. Ey, ich hab keinen Sand mehr, um mir Glas herzustellen. Folge 300 Minecraft. Ich bin gerade auf Sand. Dann kommst du halt da rein und dann so. Das ist Holzverschwendung! Ja, ich bin uns aber gerade so faul. Hier war doch hier der Übernächste. Hier, genau, sich doch. Großartig. Einmal vorbereitet sein, einmal irgendwas geschissen kriegen. Ach, dann schauen wir da mal zu und entspannen uns ein bisschen. Musik ist gut. Ich glaube, daraus können wir jetzt schon Flaschen machen. Drei Stück. Ja, mehr brauchen wir eh nicht. Brenn da ruhig vor dich hin. Wieso haben wir denn immer eine übrig? Irgendwie habe ich immer eine Wasserflasche übrig, die dann so rumgammeln ist und ich genau weiß, was ich machen soll. Ich glaube, ich habe nur noch Platz für einmal. Und einfach auch die Wasserquelle da hinten nehmen. Ich finde es lustiger, das aus dem Kessel zu nehmen. Du bist auch schon ganz schön kaputt. Pfeile kann man nicht enchanten, ne? Schade. Wäre cool, wenn man so Feuerpfeile machen könnte oder so magische Pfeile. So, da geht die Pfeile nach unten. Müsste Magma Cream sein, wenn ich mich... Ich hoffe es. Und verlängern kann man den dann mit... Redstone oder mit Glowstone oder mit Zucker? Moment. Minecraft Brewing. Hauptsache, wir haben schöne Musik im Hintergrund damit. Und zwar war das Trank der Feuerresistenz, damit er verlängert wird. Ja, das war Redstone. Wir haben hier gar keinen Rotstein mehr. Wir hätten ja hier noch eine Magma Cream gehabt.
gut. Was man nicht in den Kopf hat, hat man in der Beine. Nein. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier 30 Stück mit. Da warst du. Ja, da haben wir tatsächlich keinen Blitzhund mehr gehabt. Ich weiß es ja nicht. So, das ist alles schön aufgeteilt. Haben wir genau Feuerresistenztränke und die sind jetzt gleich 8 Minuten lang. Richtig top. Davon nehmen wir uns einen mit, das sollte eigentlich reichen. Einer davon sollte reichen, ja. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Wassereimer. Apropos, können wir hier nochmal auffüllen. Wir brauchen jetzt eine Lavafläche, wir gehen jetzt einfach in die Höhle rein. Bin ja bestens ausgerüstet, von daher, was soll's. Wir haben hier zwei Höhlenzugänge, naja, nicht wirklich ganz. Also das hier ist ein richtiger Höhlenzugang, das andere eher weniger. Ja, da haben wir uns einfach mal so reingebuddelt. Hier geht's wirklich in eine Höhle, wo ab und zu noch ein paar Monster rumspawnen. Das war so die erste Höhle, die wir... Wir haben uns runtergebuddelt, wir haben mit dem Erdloch gewohnt, ganz am Anfang. Also am Anfang war das ein riesen Erdloch hier. War eine wunderschöne Wohnung. Wir müssen tiefer, wir müssen runter. Ich brauche also... Lava. Da haben wir Lava. Perfekt. Joa, wenn da was von hinten sich sprengt. Trinke ich erstmal den Feuerresistenztrank. Sicher, sicher. Dann kann mir auch wirklich gar nichts passieren. Das sollte reichen. Ja, das sollte reichen. Ich setze jetzt einfach hier noch wieder Wasser in die Ecke. Pack mich hier drauf und dann prügeln wir hier auf Obsidian ein, weil das auch spannend ist. Ja, das ist nur eine Lavaschicht. Das ist blöd. Ich hätte das ein bisschen tiefer gebraucht. Jetzt habe ich den Block da unten drunter auch noch weggehauen. Das sind schon mal 3. Ach, das geht ja schneller, als man denkt. Um nochmal auf unser Thema des Tages, Motivation, zurückzukommen. Ich finde es auch immer so schön, dass ich das einfach einblenden kann. Thema des Tages. Finde ich, von der Animation her sind die ganz cool geworden, oder? Die Sachen. Motivation, eben gerade hier sowas anzugehen, sich selber ein Ziel zu setzen in Minecraft. Ich finde, da ist Minecraft auch ein Vorreiter für Kinder, sich selber Ziele zu setzen und diesen nachzugehen. Eigenständig sich Aufgaben zu widmen und eigenständig quasi... können wir das noch wegbauen? Danke. Eigenständig sich... Einem Projekt zu widmen, das vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so ertragreich scheint. Weil bei Minecraft ist es ja so, hier brauchst du ja echt einen langen Atem in diesem Spiel, um wirklich was zu erreichen langfristig. Ist nicht so, wer alles hat, kann alles in Minecraft. Das ist so, wie deine Welt aussieht, was du selber alles gestaltest. Demnach erreiche ich in Minecraft gar nichts, weil ich echt schlecht darin... Egal. Ich bin halt gerne in der Projektplanung, ich habe gerne Ideen, ich habe Ideen für Stories, was heißt, ich habe gerne Ideen, ich habe halt Ideen und ich arbeite die dann ganz gerne aus und dann macht man große Storyboards und bastelt Sachen für Server und so, das macht mir besonders viel Spaß. Und das sind dann so Sachen, die auch halt für Kinder interessant werden, weil als junger Knirps, ich gehe jetzt einfach halt unter Wasser bauen, habe ich auch kein Problem mit, ich glaube, das könnte jetzt reichen für 2 Ender-Chests, jo. Das reicht bei uns für 2 Ender-Chests. Ich lasse das Wasser einfach mal hier. Falls wir noch am Abbauen gehen wollen, haben wir hier noch genügend für Obsi. Ich habe ja schon mal erzählt in der Daily Dose Minecraft, dass... oh Gott, wie komme ich denn hier nochmal? Hier komme ich wieder raus, ne? Ja, hier komme ich wieder raus. Sehr gut. Glaube ich doch. Ja, da ist mein Ausgang. Sehr gut. Dass in verschiedenen Schulen in Schweden und Amerika und Co. Minecraft tatsächlich auch im Unterricht mit drangenommen wird. Also da ist ein Computerkurs und man geht auf das Konzept ein und warum und wieso und was man daran mag und wie interessant das für die Schule sein kann. Alleine Redstone als Konzept einer mathematischen Funktion kann für den Physikunterricht interessant sein. Nicht, weil es besonderen physikalischen Gesetzen folgt, sondern weil es einfach einer gewissen eigenen Schaltung, einem eigenen Gesetz folgt. Und da steigen Kinder sehr schnell und häufig hinter, wohingegen sie in Physik an Schaltungen scheitern, wo sie da nicht scheitern müssten, wenn sie das alles so verstehen. 2 Ender-Chests, perfekt. Packe ich mir dann mal meine Ender-Chest hin. Die muss ja hier irgendwo ganz cool herumstehen. Die muss irgendwie cool aussehen. Haben wir irgendwie einen coolen Platz für... Ich weiß
weiß nicht. Hier ist wenig Platz. Dann machen wir sie ganz nach oben. Ich finde, dass Minecraft und auch Spiele wie Sims, so Simulationsspiele, ist da was drin? Da ist rohes Fleisch drin. Dass Simulationsspiele sehr, sehr, sehr lehrreich sein können. Da packen wir nämlich einfach jetzt nämlich ein paar von den Water Breathing Teilen mit rein. Sicher ist sicher. Ja, dann gibt es halt mal was Rohes da, so was Rohes halt. Da war doch hier irgendwo auch, hier war doch da irgendwo der Ofen da, genau. Also, bei Sims tatsächlich auch Alltagsmanagement. Das erste Mal sehen, wie so ein Alltagsmanagement in der Familie wirken kann, wie schwierig und kompliziert das sein kann. Das ist ja etwas, was vielen Kindern gar nicht so bewusst ist, weil Eltern machen doch sehr, sehr viel. Und die Motivation zu finden, auch dort Lebensziele zu erreichen, sie realistisch zu gestalten. Manchmal stellt man einfach fest, dass dieses Lebensziel-Job, was uns die Gesellschaft immer einreden will, gar nicht das Lebensziel ist, was man bei Sims haben will. Da merkt man, okay, der Sim muss arbeiten, um die Familie zu ernähren. Aber man genießt dann die Minuten, wo die Sims zusammen sind und dann ihre Familie, ihr Familienleben leben. Doch schon sehr. Da wird einem dann bewusst, wie wichtig dann einfach die Familie ist und dass man dafür auch manchmal ganz schön viel opfern mag. So, das passt hier, das passt, das passt. Stärke, Unterwasseratmungstränke, das kommt hier hin. Obsidian kommt da einfach jetzt mal so lange da rein. Koppel brauche ich nicht. Die Flasche kann da weg. Ich glaube, ich habe jetzt alles, nur die Instant-Heiltränke hole ich mir jetzt noch zurück. Diese Langzeitmotivationsgeschichte ist halt etwas, womit man, wenn man halt auch einfach auch so ein Tagestief hat, oder ein Wochentief, je nachdem, wie schlimm es einem halt geht. Da gibt's ja Unterschiede. Die sind dann halt auch manchmal plötzlich nicht mehr relevant. Also man hatte Ziele, man hatte Vorstellungen und all das scheint einem in dem Moment dann plötzlich irgendwie sinnlos zu sein. Deswegen kann einem halt auch so ein Spiel wie Minecraft beibringen, da mal durchzustehen. Es überstehen. Sich trotz allen Widrigkeiten mit dem, was man machen möchte, auseinandersetzen und dann feststellen, dass man trotzdem Erfolg haben kann, wenn man sich mal irgendwie an der Sache dran bleibt. Wenn man ein Projekt fertiggestellt hat, ein Bauprojekt fertiggestellt hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich unseren großen Kornspeicher dort hinten aufgebaut habe. Und wir dann halt wirklich einen großen hohen Turm haben, den Kornspeicher und eine Fachwerkinnenstadt und dann kommt so ein bisschen Moderne drumherum. Da freue ich mich drüber und das ist auch ein festes Ziel, was ich habe. Gut, jetzt ist mein festes Ziel erstmal Unterwassertempel. Aber ich werde mich jetzt hier auch ans Bettchen legen. Sag euch jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Your Daily Dose Minecraft. Und werden dann neuen Kommentar durchnehmen, neues Thema durchnehmen. Ihr dürft Themen vorschlagen. Ihr könnt Kommentare mit Themen spicken. Ansonsten könntet ihr relevante Kommentare. Ist egal, ihr werdet sehen, was ich einblende. Und wir werden uns dann straight zum Wassertempel aufmachen in diese Richtung. Das war die große Vorbereitungsfolge. Das war Folge 300. War das was Besonderes für mich schon, weil viel Arbeit dahinter gesteckt ist. Mhm. Okay, bis zum nächsten Mal. Bye!